Sag einfach ja. Dann wird alles gut. Hör zu, ich weiß, ich habe dir von Anfang an viel zu viel zugemutet. Ab heute wird das anders. Und woher weiß ich, dass du morgen nicht schon wieder anders denkst? Eva, ich will mit dir, mit Valentina und unserem Kind glücklich sein. Was erwartest du von mir? Dass ich jetzt plötzlich den Schalter umlege und so tue, als wäre nie was zwischen uns geschehen? Ich kann das nicht. Ist es wegen Zastro? Sag mal, kann es sein, dass du deine Meinung nur geändert hast, weil du Angst hast, mich an Markus zu verlieren? Was? Was unterstellst du mir denn da? Ich meine es ernst. Bis vor kurzem wolltest du noch, dass ich unser Kind abtreibe. Und das war ein Fehler, das weiß ich jetzt. Aber es geht jetzt nicht mehr nur um mich. Hier drin wächst ein kleiner Mensch heran, auf den ich sehr gut aufpassen muss. Und ich werde dir dabei helfen. Ich werde auf euch aufpassen, auf das Kind, auf dich, auf alle. Ich kann das nicht vergessen. Und was heißt das jetzt? Ich weiß nicht, ob meine Gefühle... Danke, ich hab schon kapiert. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Das war nicht die feine Art. Als Koch sollte man sich ja schon bei Zeiten ein dickes Fell zulegen, aber wenn der Gast gleich nach dem ersten Bissen im Bad verschwindet, dann kommt man schon ins Grübeln. Sie können das ja nicht wissen, aber Pferde sind mein Ein und Alles. Die Vorstellung, dass eines dieser wunderschönen Tiere zwischen Rosinen und Pumpernickel auf meinem Teller gelandet ist, das war schlichtweg zu viel. Aber es gibt Gegenden in Deutschland, da hätte dieses Gericht wahre Begeisterungsstürme hervorgerufen. Ja, und in China verspeist man mit Genuss Hund, Herr Konopka. Pferde sind äußerst sensible und intelligente Tiere. Und deshalb gehören sie für mein Dafürhalten unbedingt auf die Koppel und nicht ins Essen. Also der Intelligenzquotient von Schweinen ist ähnlich so hoch wie der von Schimpansen. Und die Schweine landen dann doch am Ende als Schnitzel auf dem Teller. Ja, gerecht ist im Leben eher wenig, das stimmt. Aber haben Sie schon mal einem Pferd so richtig tief in die Augen geblickt? Mhm. Man hat den Eindruck, man kann den Grund seiner Seele sehen. Aber Sie als gewiefte Richterin sollten sich doch nicht von ein paar braunen Augen und langen Wimpern beeinflussen lassen. Ja, ich gebe gerne zu, dass ich in diesem Punkt alles andere als objektiv bin. Sehen Sie? Ja, aber es war nun mal mein heißgeliebtes Shetland-Pony Polly, das mich über meinen ersten Liebeskummer hinweggetröstet hat. Ja, wenn das so ist, dann kann ich mich wirklich nur noch mal entschuldigen und hoffen, dass das nicht das Ende Ihrer Besuche in meiner Küche sein wird. Für heute ist mein Bedarf allerdings gedeckt. Nein! Lena, ich wollte mit dir noch mal in Ruhe über alles reden. Was machst du denn da? Bist du völlig verrückt geworden? Willst du deine Bude abfackeln oder was? Was ist denn los? Markus hat ihn nicht mal geöffnet. Dann weiß er also Bescheid. Ja. Lena, das macht's auch nicht wieder gut. Was denn dann? Dein Bruder hat wegen dir ein regelrechtes Martyrium durchlitten. Was hast du denn erwartet, dass er dir sofort die Absolution erteilt? So naiv kannst du doch nicht sein. Bin ich auch nicht. Gib ihm Zeit. Irgendwann kommt er schon von selbst auf dich zu. Und bis dahin tue ich, als wäre er nicht da. Da musst du jetzt durch. Du kannst ihn nicht dazu zwingen, mit dir zu reden. Wieso bist du überhaupt hier? Du kannst mir auch nicht verzeihen. Lena, ich bin dein Vater. Wir sind immer noch eine Familie. Und ich möchte, dass wir wieder zusammenfinden. Darum... Ich helfe dir.
Lena. Hast du verstanden? Markus könnte mich anschreien, verfluchen, was auch immer, aber er soll nicht vor mir weglaufen. Irgendwann wird er wieder mit dir sprechen. Sicher. Können Sie heute gerne 2 Stunden früher gehen, wenn Sie die morgen dranhängen? Danke, das ist perfekt. Da haben Sie ja wirklich Glück, dass Sie noch Tickets für die Red Pages bekommen haben. Soweit ich weiß, ist das Konzert ja seit Wochen ausverkauft. Na, eben drum. Habe ich im Internet ersteigert, die letzten Karten. Habe ich etwa hereingesagt? Wenn Sie darauf bestehen, dann können wir das gerne nachholen. Sparen Sie sich Ihre Frechheiten. Im Pferdestall werden demnächst die beheizbaren Tränken eingebaut. Da erwarte ich, dass Sie vor Ort sind. Aber sicher. Ist noch was? Entschuldigung. Danke, na. Danke, Herr Mami. Was willst du? Bist du verrückt, nicht hier? Diese Frau und ihr vorletztes Mundwerk. Ich will doch nur verhindern, dass wir auflegen. Hast du schon mal was von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gehört? Wenn das ein Kündigungsgrund ist, dann nehme ich ihn gerne in Kauf. Bei dir? In 2, 3 Stunden? Mein Ehebett ist tabu. Du bist noch nicht verheiratet. Aber so gut wie. Ich denke mir das aus. Ein Mann der Tat. Das gefällt mir. Ich rufe dich an. Herzlichen Glückwunsch. Eva und ich sind nicht mehr zusammen. Müssen Sie doch eigentlich überglücklich sein, oder? Das haben Sie ganz allein hinbekommen. Nicht, dass ich das jetzt bedauern würde. Ja, warum denn auch? 10 Jahre sind Sie in der Versenkung verschwunden. Auf einmal tauchen Sie auf, der leuchtende Held. Was wollen Sie? Ihr angekratztes Ego aufpolieren? Oder warum funken Sie mir und Eva dazwischen? Sie haben keine Ahnung. Eva und ich haben uns unglaublich geliebt. Ja. Vor 11 Jahren. An meinen Gefühlen zu Eva hat sich nichts verändert. Ich liebe sie immer noch genauso wie früher. Natürlich, ihre Gefühle, das ist das Einzige, was sie interessiert. Da sie außer unsachlichen Anschuldigungen nichts zu bieten haben, darf ich bitte vorbei. Sonst wären sie wohl kaum hier wieder aufgetaucht, ohne darüber nachzudenken, was sie damit wieder anrichten. Sie werfen mir Egoismus vor. Sie haben von Eva verlangt, ihr Kind abzutreiben, weil sie damit nicht fertig werden, dass ihre Frau bei der Geburt ihrer Tochter gestorben ist. Eva hätte sie auch ohne meine Rückkehr verlassen. Sie ist jetzt eindeutig besser dran. Ich. Robert glaubt wohl, er gibt die Marschrichtung vor und alle anderen müssen springen. Warum denkt er nicht einmal daran, wie ich mich fühle? Oder bin ich jetzt ungerecht? Er ist ja einen Schritt auf mich zugegangen. Wenn ich nur wüsste, was richtig ist. Soll ich alles, was passiert ist, vergessen und mich mit ihm einfach auf unser Baby freuen? Kann ich das noch? Rheinischer Sauerbraten. Der blüht eine Retourkutsche, die sich gewaschen hat. Frau Strehle war offenbar begeistert, dass ihre Lieblingstiere bei dir in der Küche Verwendung finden. Dass du zu solchen Tricks greifen musst, du tust mir wirklich leid.
Wer hat denn von uns zuerst in die Trickkiste gegriffen? Ja, zunächst mal in deinem Auftrag, mein Lieber. Ein guter Rat, Bruder Herz. Kletter nie auf einen Baum, dessen Früchte für dich zu hoch hängen. Die Landung könnte hart sein. Du bist für Felicitas Strehle nur ein Mandant, der seinen Prozess verloren hat. Da bin ich schon ein Stück weiter. Und da kann ein Stück Pferdebraten auch nicht mehr viel Unheil anrichten. Ach, träume weiter. Aber bitte nicht in der Küche. Ich könnte sonst zu der Einsicht gelangen, dass sie mit Robert doch hinreichend besetzt ist. So, bitteschön. Danke. Oh, Markus, hast du einen Moment Zeit für mich? Wenn es um Lena geht? Nein, danke. Markus, du hast ja recht. Was Lena getan hat, ist im Grunde genommen unverzeihlich. Aber zu ihrer Ehrenrettung möchte ich sagen, sie hat nicht gewollt, dass es so kommt. Sie hat nicht gewollt? Sie hat nicht gewollt, dass ich entführt werde? Dass ich Angst hatte zu sterben? Dass ich 11 Jahre lang nicht wusste, wie mein Leben weitergeht? Soll ich jetzt einfach verzeihen und zur Tagesordnung übergehen und das Ganze abhaken? Das ist ein bisschen viel verlangt. Markus, das erwartet doch auch niemand von dir. Ich habe für meine kleine Schwester damals alles getan. Sie konnte mir mit ihren großen Augen jeden Wunsch abbetteln. Die Lena von damals, die habe ich geliebt. Aber die gibt's nicht mehr. Ich will mit dieser Frau nichts mehr zu tun haben, hörst du? Bitte, Markus, sprich mit ihr. Mach ihr Vorwürfe, schrei sie von mir aus an, aber straf sie nicht mit Missachtung. Keine Chance. Du kannst sie nicht ignorieren. Lena arbeitet hier als Restaurantleiterin. Ihr werdet euch über den Weg laufen. Du kannst doch nicht jedes Mal die Flucht ergreifen, nur wenn du sie auch nur aus der Ferne siehst. Ich mach einfach gar nichts. Das reicht. Moment. Sastro? Herr Jordan, natürlich bin ich für Sie zu sprechen. Einen Moment bitte. Markus, sei so gut. Geh in den Weinkeller, hol uns eine leichte Flasche Riesling. Wir reden oben bei mir weiter. Keine Angst, ich werde dich zu nichts drängen. Versprich mir das. So, jetzt bin ich für Sie da, Herr Jordan. Es ist wirklich unfassbar, wie ihr hier meine Sterneküche, die ich mit Mühe und Fleiß aufgebaut habe, im Nullkommanix runtergewirtschaftet habt. Was ist denn das hier auf dem Tellerrand? Was ist das? Verbuche es unter falsch gewählt. Nein, ich verbuche es unter unterirdisch zubereitet und unseren Gast bis aufs Äußerste verärgert. Der Dame hat es vorzüglich geschmeckt. Nur die Erkenntnis, Pferdefleisch vor sich zu haben, hat ihr den Appetit verdorben. Pferdefleisch? Seit wann fühlen wir sowas? Es war ein Experiment. Ein Experiment? Ja, du sagst doch immer, wenn die Küche nichts mehr riskiert, hat sie die besten Tage schon hinter sich. Ich glaube, das ist geschehen, als ich nach Paris gegangen bin. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Das Restaurant ist auch ohne unseren selbsternannten Küchengott gut besucht. Wie auch immer, lieber Onkel, falls du weiterhin in Zukunft vorhast, unsere Gäste mit Experimenten zu traktieren, sprich das bitte vorher mit mir ab. Was ist los mit dir? Statt hier rumzustänkern, solltest du dich lieber um die Abendkarte kümmern. Nicht abschließen, ich bin noch hier unten. Du? Ich muss mit dir reden. Und weil du das nicht freiwillig machst... Sag mal, spinnst du? Du schließt mich ein. Los, gib mir den Schlüssel. Nachdem du mir zugehört hast. Gib mir sofort den Schlüssel. Ich wollte es dir erklären. In meinem Brief habe ich alles aufgeschrieben, aber du hast ihn zerrissen. Lass mich hier raus. Ich schäme mich so. Ich hätte damals alles getan, damit du wieder zurückkommst. Lass mich raus. Mir ist klar, dass du mir nicht einfach verzeihen kannst, aber bitte sag mir, was ich machen muss, damit du wieder mit mir redest. Bitte, ich will hier raus. Weißt du, was ich mir immer und immer wieder gewünscht habe? Dass ich an deiner Stelle tot bin.